im neuen Schmiedewerk-Video. Heute geht es um den T5 Multivan in meinem Rücken. Der soll ein Luftfahrwerk bekommen. Im Prinzip soll dieses Video als Vorstellung des Projekts auch dienen. Aktuell steht das Auto auf der Bühne, weil wir so ein bisschen schauen wollen, was wir denn alles machen müssen für den Umbau auf Luft. Ich in meiner Naivität habe natürlich gedacht, ich kaufe ein gebrauchtes Luftfahrwerk mit einem Zubehör. Da ist dann auch alles dabei, aber natürlich ist nicht alles dabei. Stefan, wie ist denn der Stand der Dinge am Luftfahrwerk für den Bus? Was muss gemacht werden? Was muss angepasst, verändert werden? Was muss man noch einkaufen? Was hat gefehlt? Also gefehlt haben, oder beziehungsweise falsch, waren die Einschraubfittdinge. Die waren für 3/8 und wir machen 6 mm solche rein, damit das alles passt und wir deutsche Qualität haben, das amerikanische Zollzeug. Und zweitens fehlte für den Bus, wir machen das Airride-System und das Auto und dazu muss man eine Kiste anfertigen. Kiste, also eine Verkleidung, weil Schutz vor Witterung. Genau, dass wir wassergeschützt sind, spritzwassergeschützt sind und das trotzdem unter dem Auto verbauen können, weil in dem Bus doch sehr wenig Platz ist für die Größe. Der hat keine Reserveradmulde. Und deswegen machen wir das unter das Auto und dafür fertigen wir jetzt alles andere aus Liebe zum Boden. Also bei euch in eurer Halle. Genau. Dann. Also heute ist quasi mehr oder weniger Bestandsaufnahme und vorbereitende Maßnahmen. Genau anschauen, ausmessen. Weil das Fahrwerk war ja gebraucht, gekauft. Und deswegen hat gesagt, wir gehen jetzt zuerst alles durch, schauen, was wir alles neu brauchen und machen die ganzen Abschlüsse alles neu. Wenn ihr es noch nicht wisst, das ist der Stefan, der Chef von Aus Liebe zum Boden. Servus. Und diesen Fahrwerksumbau machen wir quasi in Kooperation mit Aus Liebe zum Boden. Also lasst mal bei Aus Liebe zum Boden auf Instagram auch euer Follow da und kauft euch einen Bügel. Ja, oder eine Strebe oder ein Netz oder einen Teppich. Oder einfach alles. Oder Fahrwerk oder alles. Gibt es auch in Kombination? Ja, also. Bis gleich. Angesprochene Kiste, was der Stefan erzählt hat. Dafür ist jetzt quasi das hier einmal eine Art Schablone aus Pappe, also aus einem Pappkarton, wo sozusagen zum Ausmessen dienen soll, wo der Kompressor und der Tank nachher seinen Platz finden soll, aber eben nicht im, sondern unterm Auto und zwar genau in dem Bereich da. Da kommt die Kiste hin, aus Blech allerdings dann, nicht aus Pappe logischerweise und dort kommen der Kompressor und der Tank rein. Stefan. Ja. Was machen wir denn? Deine hinteren Bremsen tauschen. Stimmt. So. Nachdem das mit dem Luftfahrwerk heute mehr oder weniger eine Bestandsaufnahme geworden ist und eben noch kein Einbau heute passieren wird, haben wir halt jetzt mal den fälligen Service an der Achsbremse angegangen. Jawohl, schlecht Wegefahrwerk. Angeblich sollten die Federn tiefer, oder? Ja, eigentlich. Ja, ja, das sieht man. Aber das sind jetzt originale Federn. Hallo! Also damit kommst du auf jeden Fall zweimal durch den TÜV. Also jeden Polizeikontrolle, jeder wird angehalten, nur du nicht. Es ist selbst dem Polizist zu blöd. Handflöte, das ist einfach zurück in das kleine Handflöte. Hast du eine Normhand? Dienhand. Ja. Dienhand. Eine Lego-Hand haben wir alle. Was ist das 22? Wird es denn gehen, Stefan? Nein. Sagen Sie dazu? Das ist maximaler Push, was da veranstaltet wird. Ja. Das ist typisch Stefan, nicht gell? Meine Bremsen anvertrauen. Ja, fährt zum Glück nur meine Familie mit, gell? Stefan, ich will den Druck nicht erhöhen hier. Den haarigen Mann da, dem würde ich nicht vertrauen. Also jetzt sind drei haarige Männer da, scheiße. Ich weiß nicht, was du meinst, ich bin frisch rasiert. Das sehe ich anders. Stefan. Sekundenkleber. Und dann?
Dann ist das auf den Tisch getropft. Und dann? Dann ist mir was runtergefallen, das wollte ich aufheben. Und jetzt? Dann hast du deinen Sitz auf den Tisch festgelegt, oder? Dann habe ich mir meine Brust auf den Tisch gelegt. Und dann hast du deine Brusthaare abgerissen. Warum willst du eigentlich nicht erzählen, wofür du den Sekundenkleber gebraucht hast? Das kann man schon erzählen. Es war einmal. Hast du dich auf der Straße festlegen? Ich will jetzt hier nicht öffentlich machen. Ich weiß jetzt nicht, was das mit dem Auto zu tun hat. Das weiß ich auch nicht. Ja gut, ich will dich nicht weiter durcheinander bringen in Verlegenheit. Ich kann es nicht so schnell in Verlegenheit bringen. Was ist das jetzt eigentlich mit dem Bremskolben? Ist der mal zurückgestellt? Der ist jetzt zurückgestellt. Ich krieg das hin, danke. Es gibt für mich was viel Wichtigeres zu tun. Bier trinken. Genau. Da sind wir nämlich in Hand. Geht sogar. Das ist ein Influencer-Auto. Das ist ein Influencer-Auto? Für die Einhandschraube? Wie viel Wasser machen? Ganz ruhig erzählen. Hört keiner mit. Ich habe nur 200 Follower auf dem Kanal. Guckt eh keiner. Das ist ja total untertrieben eigentlich. Voll geil. Funktioniert. Ja, der Hund ist müde, ist zu heiß und der Bus hat neue Bremse, dank Stefan. Neue Bremse. Das mit dem Luftfahrwerk geht dann ja, beim nächsten Mal weiter. Da fahren sie dahin, die Jungs und Mädels von Aus Liebe zum Boden. Da steht der Bus, immer noch Static, immer noch Gewindefahrwerk. Immer noch keine Luft. Für den Umbau auf Luft ist mal ein vernünftiger Plan gemacht worden. War natürlich auch relativ naiv von mir zu glauben, dass, wenn du ein gebrauchtes Fahrwerk kaufst, ja einfach wirklich alles dabei ist und gar nichts fehlt und alles passt und reibungslos vonstatten geht, hätte man sich denken können. Aber ich bin halt einfach ein geborener Optimist. Ich gehe prinzipiell immer vom besten Szenario aus. Und ja gut, da wird man vielleicht hier und da mal enttäuscht, aber ja, der Trick dabei ist dann einfach nicht aufzugeben, sondern einfach am Ball zu bleiben. Ach du Scheiße, ich bin ja völlig dreckig. Am Ball zu bleiben und nicht aufzugeben und dann einfach einen Plan zu schmieden, wie es weitergeht. Und da steht übrigens die Sommerfelge für den Bus. Und es geht auf jeden Fall weiter an dem Projekt. Und was genau an dem Projekt alles passieren soll, vor allem in welchem Zustand sich das Auto jetzt, hier und heute, ungeschönt, ohne Fake und ohne irgendwas wegzulassen, befindet, das erzähle ich euch jetzt. Also das darf dann jetzt mal ein kleiner Ausblick in die Zukunft sein. Neue Sommerfelge, 9x20, wird dem Auto sicherlich ganz gut stehen, finde ich zumindest. Ist auf jeden Fall eine Felge nach meinem Geschmack, bisschen Außenbett und viel Speichen. Was ist mit dem Bus eigentlich los? Er ist gekauft worden 2020 als Familienkutsche, hat dann als dieses auch gedient. Wie gesagt, ich habe ja 3 Kinder und da kann man eben schön mit der Familie auch verreisen. Und dann hat das Auto aber eben auch immer wieder für Schmiedewerkaktionen gedient, zum Transportieren von Equipment für die Events zum Beispiel. Somit ist das eigentlich ein ziemlich cooles Fahrzeug. Eine Zeit lang habe ich überlegt, ob ich mich trennen soll oder ob wir uns trennen sollen von dem Fahrzeug, um einfach das Kapital, was darin gebunden ist, frei zu machen für neue Projekte. Dann ist es aber so gewesen, dass das Auto halt einfach von mir und von meiner Frau hauptsächlich auch echt genutzt wurde. Also das Fahrzeug ist wirklich in Dauernutzung. Also sowohl für die Familie als eben auch fürs Schmiedewerk in Dauernutzung. Und deswegen haben wir so ein bisschen das Auto vernachlässigt leider. Also das sind so ein paar
Kleinigkeiten, die sich mittlerweile aber dann eben auch doch summieren. So kleinere Mängel, die liegen geblieben sind, die hinten runtergefallen sind, wo ich mich nicht drum gekümmert habe, wo die Priorität nicht so drauf lag. Die jetzt aber eben nach und nach abgearbeitet werden müssen. Dritte Bremslicht, das ist so komisch ausgeblichen und es leuchten nicht mehr alle LEDs. Dann habe ich einmal das Rücklicht angedatscht beim Rückwärts-Einparken. Also das Rücklicht muss getauscht werden, die dritte Bremsleuchte muss getauscht werden. Die Bremsen-Hinterachse haben wir jetzt gemacht heute. Danke nochmal Stefan für die Hilfe dabei. Nach dem heutigen Tag würde ich mir auch selber alleine zutrauen, eine Bremse zu machen an der Hinterachse am T5. War gar nicht so schwer. genau, mit dem Bremskolbenrücksteller könnte ich dann jetzt auch umgehen. Wunderbar. Ja, das ist immer geil, weil ist irgendwie wie die Jungfrau zum Kinde zu dieser monströsen Schraubenhalle gekommen. Und ich bin ja kein gelernter Schrauber. Und das Niveau, auf dem ich zuvor geschraubt habe, war ja Teile tauschen. Also irgendwelche Frontschürzen, Heckschürzen, Seitenschweller, bisschen Blecharbeiten. In Blecharbeiten habe ich mich früher schon mal geübt. Und Felgenfahrwerk habe ich auch schon das ein oder andere Mal getauscht. Aber viel tiefer in die Materie, also was Thema Schrauben angeht, bin ich früher nie eingestiegen. Hatte ich immer Bock drauf, hat sich aber nie ergeben. Ich werde mit Sicherheit niemals der absolute Überschrauber. Muss ich aber auch nicht, weil da gibt es einfach genug Leute und wenn man einfach gut netzwerken kann, und da ist eher so eine meiner Stärken, ja. Wenn man gut netzwerken kann, hat man eigentlich auch immer Leute an der Hand, die einen ganz spezifischen Skill haben. Deswegen muss man nicht alles selber können. Es ist aber immer nützlich, wenn man so viel wie möglich selber machen kann. Ja, und da scheitert es bei den meisten Leuten oftmals am Selbstvertrauen. Man traut sich an Sachen nicht ran, wenn man die das erste Mal machen muss. Und wie eben Bremsen am Bus. Ein großes, schweres Auto. Meine Familie fährt damit rum. Meine Kinder werden damit transportiert. Das muss schon alles Hand und Fuß haben. Und dann hat man halt so ein bisschen eine gewisse Hemmung davor. Und da muss ich sagen, nach dem heutigen Tag mit dem Stefan zusammen, der hat die eine Seite gemacht, ich habe dann die andere Seite, denselben Arbeitsschritt gemacht. Und dann waren die, war die Bremse an der Hinterachse neu plötzlich von jetzt auf gleich. Ne? Und das ist halt schon eine coole Sache. Und da darf man dann auch mal stolz auf so einen kleinen Teilerfolg sein. Ja? Das mit dem Fahrwerk heute wird halt vertagt. Wir sind aber auch eben bei dem Fahrwerksumbau einen Schritt weiter. Jetzt bin ich aber eigentlich abgeschwiffen, weil eigentlich ging es ja jetzt darum, den Zustand vom Auto noch weiter zu erörtern. Das Auto hat jetzt Kilometer drauf, 233.000 Kilometer. Der Motor hat aber knappe 50.000 erst drauf. So, das Auto hat keinen Rost. Das Auto ist im Karosseriezustand echt top. Es hat ein paar Dellen. Da komme ich gleich dazu. Aber sonst echt toller Zustand. Das Auto ist relativ ungepflegt. Der Lack braucht Liebe. Die Innenausstattung braucht Liebe. Wir haben hier die Highline-Ausstattung, also Leder Alcantara. Wir haben links und rechts die elektrischen Schiebetüren. Wir haben eben Multivan-mäßig zwei Einzelsitze in der zweiten Reihe und eine Dreierbank in der dritten Reihe. Und ja, wenn man Familie hat, ist halt das Auto auch, da ist immer irgendwas drin. Du kannst das aufgeräumt haben, am nächsten Tag ist wieder alles voll. Das ist halt einfach so mit Kindern. Ne? Und das ist auch normal und das ist auch okay. Ich schäme mich da kein Stück dafür. Ich zeige euch, das ist mir egal. Also was heißt egal? Ich habe einfach verstanden mit der Zeit,
dass es Wichtigeres gibt, als dass immer alles picobello sauber nach außen hin wird, weil früher habe ich da auch viel drauf geachtet. Mein Auto war wirklich immer wie geleckt, von außen wie von innen. Und warum macht man das? Unterbewusst, ja, weil man Wert drauf legt, was andere Leute von einem denken. Und das will man sich vielleicht nicht immer eingestehen, aber ich für mich habe das verstanden, dass das so ist. Und das habe ich halt abgestellt einfach für mich, weil ich verstanden habe, dass es wesentlich wichtigere Sachen gibt, wie zum Beispiel eben, dass die Kinder glücklich sind. So was Banales, ja. Und dass Papa möglichst viel Zeit hat und so weiter und so fort für die Kinder. Ne? Genau. Ich schweife ständig ab. Egal. Zustand vom Auto. Ansonsten bin ich echt zufrieden. So. Was ist zu tun? Das eine Rücklicht, das Bremslicht ist defekt oder zu tauschen. Die Heckklappe ist verdullt. Dann haben wir Kratzer gehabt. Die finde ich jetzt gerade nicht, weil die Front... ja genau, hier an der Haube. Sieht man jetzt auf der Kamera nicht. Ließe sich rauspolieren, aber da sind auch Steinschläge drin. Und die Steinschläge sind auch, haben auch Carajo gehabt, also sie haben auch so eine Geschwindigkeit eingetroffen, weil es sind auch leichte Dellen da, wo die Steinschläge sind. Alles in allem ist da also Liebe reinzustecken. Jetzt ist eine Überlegung, anstelle die T5.2, sagt man ja, oder T5 Facelift, Front und Heck zu erneuern sozusagen und aufzubereiten und so weiter und so fort. Eventuell auf T6 Front und Heck umzubauen. Das wäre eine Option. Mir gefällt aber eigentlich die T5.2 Front und Heck. Bin ich unschlüssig. Was natürlich geil wäre, wären die LED-Leuchten vom T6. Und das wäre eigentlich so mehr der Hauptgrund. Ihr seht, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen und da sind auch noch nicht alle Gedanken zu Ende gedacht. Aber nachdem ich mich jetzt wirklich dafür entschieden habe, das Auto zu halten und nicht zu verkaufen, wird hier viel Liebe reingesteckt. So viel ist schon mal sicher. Ich hätte gern einen dunklen Himmel und entsprechend auch die A-Säulen, B-Säulen, C-Säulen, Blabla-Säulen-Verkleidung in Dunkel. Und da oben die Lichter- und Lüftungsdüsen-Verkleidungen in Dunkel und so weiter und so fort. Das wäre schon eine coole Nummer. So viel dazu. Was jetzt eben als allererstes passiert, sind diese Felgen mit Reifen versehen, montieren und dann gemeinsam mit dem Luftfahrwerk, was eben auch parallel dazu reinwandern soll. Innenraum, Aufbereitung mache ich selber. Werde ich auch zeitnah machen, da werde ich euch auch mitnehmen. Und weil der Innenraum braucht echt Liebe, der ist schon ein bisschen vernachlässigt worden, auch von uns, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist halt einfach so. Und ja, was ich noch gern hätte, wäre eine elektrische, eine automatische Heckklappe. Ansonsten kommt, denke ich, eine Folierung. Also entweder Lack aufbereiten und dann nur so Schmiedewerk Werbung auf Seite drauf. Oder komplett Vollfolierung und dann auch mit Schmiedewerkwerbung drauf auf der Seite. Das kommt auf jeden Fall. Was im Zuge der Umstrukturierung des Gewerbes, der Selbstständigkeit, was da Sinn macht aus Steuerrechtsaspekten, ob man vielleicht das Auto in den Firmenbesitz überträgt, also sozusagen an die Firma verkauft, oder ich weiß nicht, wie das genau funktioniert. Da muss ich mich mit meinem Steuerberater mal auseinandersetzen. Da habe ich jetzt seit diesem Jahr auch einen, also seit die Entscheidung getroffen wurde, das Gewerbe eben weiter auszubauen und zu erweitern und eben umzustrukturieren, war klar, da selber die Steuer machen keine Option ist, also muss den Steuerberater her, den habe ich jetzt auch. Das war auch gar nicht so einfach, da einen zu finden, der einfach aufnimmt, weil die alle voll sind. Armutszeugnis für dieses Land, aber das ist ein anderes Thema. Und da gucken wir, ob der Bus eventuell eben umgeschrieben wird auf die Firma. Und dann
mit neuen Kennzeichen versehen wird, die ein bisschen kürzer sind als die jetzigen. Ja, das war, glaube ich, genug Gelaber für heute. Das Projekt hat jetzt begonnen. Bestandsaufnahme haben wir hiermit erledigt. Nichts geschönt. Das Auto extra nicht vorher sauber gemacht. Ich möchte diesen YouTube-Kanal so echt und authentisch wie möglich halten. Da ist es mir auch wichtig, dass eben ich nicht extra für das Video irgendwas mache, was ich sonst nicht gemacht hätte. So, und wenn ich jetzt heute hier nicht ein Video aufgenommen hätte, hätte ich für den gescheiterten ersten Versuch des Fahrwerkeinbaus, hätte ich jetzt das Auto auch nicht geputzt. Und deswegen putze ich das Auto auch nicht extra für das Video. Das müsst ihr einfach verstehen, wie ich da denke, wie dieser YouTube-Kanal funktionieren soll ab jetzt an. Kein Show und Schein, kein gefaktes Internet, Social Media, Influencer, Bullshit-Gehabe, sondern einfach echt und ehrlich und authentisch, was gerade eben einfach im Leben von mir und der Unternehmung Schmiedewerk abgeht, was passiert einfach, wo ihr euch darauf freuen könnt, wo ihr euch darauf einstellen könnt. Ich hoffe und denke auch, dass das cool werden kann. Was auf jeden Fall passiert, also ich bitte euch ein bisschen um Nachsicht. Das sind jetzt so auf die Art die ersten beiden Videos gewesen, die hier entstanden sind in dem Format. Das war jetzt vielleicht noch ein bisschen nicht so flüssig und stockelig und was weiß ich. Keine Ahnung, vielleicht habe ich auch hier und da mich mal verhaspelt und verquatscht und so weiter. Und bin mal abgeschwiffen vom Thema, was ich eigentlich besprechen wollte. Seht mir das für die ersten beiden Videos mal nach. Ich setze mich jetzt als nächstes dran und probiere mich das erste Mal wieder neue Skills anzueignen, indem ich diese beiden Videos selber schneide. Das wird das einfachste, also das einfachste Cutting, was ihr wahrscheinlich bisher auf YouTube je gesehen habt. Aber ich will einfach euch zeigen, dass es wichtiger ist, manchmal einfach zu machen, nicht zu lange drüber nachdenken und ausfeilen und dann doch nichts an den Start bringen, sondern machen. Ich weiß nicht, ob ihr mich da versteht, ob ihr mir da folgen könnt, worauf ich hinaus will. Ich denke, viele Leute da draußen, vielleicht auch ein paar von euch, die hier zuschauen, haben gute Ideen und sind vielleicht sogar auch mit ihrem Leben, mit ihrem 9-to-5-Job ein bisschen unzufrieden. Das bin zum Beispiel ich auch. Ich bin nicht ausgefüllt und nicht ausgelastet in meinem Job, aber der Job verdient mir meine Brötchen und sichert den Lebensunterhalt meiner Familie. So. Und deswegen bleibt der Job so lange bestehen, solange diese Selbstständigkeit noch nicht auf sicheren Füßen steht. Aber das sollte vielleicht ein Langfristziel sein. Und um dieses Langfristziel erreichen zu können, muss man halt einfach irgendwann mal machen. Und das tue ich. Und da kann man sich, wenn man das möchte, ein Beispiel dran nehmen. Wenn du da draußen Ideen hast, was du verwirklichen willst. Und zum jetzigen Zeitpunkt ist es sehr wahrscheinlich, dass du als Zuschauer uns schon kennst, länger. Vielleicht auf unseren Events warst und sozusagen im erweiterten Umfeld vom Schmiedewerk unterwegs bist und den einen oder anderen von uns auch persönlich kennst. Das ist zum jetzigen Zeitpunkt sehr wahrscheinlich. Wenn du Skills hast, wenn du Ideen hast, wenn du Bock hast, irgendwas an den Start zu bringen und dir noch so ein bisschen der Mut fehlt, das anzugehen, ja, oder nicht weißt, wo du anfangen sollst oder wie du anfangen sollst, kannst du dich bei mir melden und dann kann man gucken, ob man sich vielleicht gegenseitig unterstützt, ob ich dir vielleicht so ein bisschen Starthilfe geben kann und ob man eben zusammenarbeiten kann. Oder auch, wenn du schon was am Start hast und aber so ein bisschen noch durch Netzwerken, durch gemeinsames, durch Zusammenschließen, durch Zusammenarbeit mit anderen vielleicht nochmal so einen Push, zusätzlichen Push gebrauchen kannst. Und dann kann eben durch eine Kooperation, wie auch immer geartet, ob das jetzt so aussieht mit dem Stefan, wie mit Aus Liebe zum Boden oder ganz anders, das sieht man ja dann, oder ob man sich einfach nur gegenseitig ja, Ratschläge und Tipps gibt und was auch immer, völlig egal. Du kannst dich bei mir melden,
im Instagram @smdwrk-nls. Schmiedewerk Nils, kannst mich anschreiben oder auch auf unserer Firmenseite auf Instagram @smdwrk.de kannst mich anschreiben, da erreichst du nur mich. Beide Accounts bediene nur ich und da kann man sich austauschen, kann man sich zusammenschließen und dann kann man gemeinsam netzwerken. Und ich halte Netzwerken für sehr wichtig. Ja. Warum sind andere Firmen und andere Selbstständige auch im Automotivsektor, aber eben aus einer vielleicht anderen Region, warum sind die so erfolgreich? Weil die gut vernetzt sind. Nicht nur, weil die gut vernetzt sind, aber auch unter anderem, weil die gut vernetzt sind. Ich für meinen Teil, auch wenn meine Reichweite für den einen oder anderen vielleicht noch lächerlich klein sein mag, das kann ja sein, ist vollkommen okay, könnt ihr so sehen, aber ich für meinen Teil bin von Anfang an der Meinung gewesen, man sollte einander Plattform bieten und einander die Reichweite zur Verfügung stellen, sofern beide einen Mehrwert davon haben und vor allem auch die Communities der beiden einen Mehrwert davon haben. Und deswegen und auch, weil wir uns einfach super gut verstehen, haben Stefan von Aus Liebe zum Boden und ich uns eben enger connected. Da muss aber eben Stefan und ich nicht der Einzige bleiben hier in der Region. Und mit hier in der Region meine ich eben Schwaben und Allgäu und alles drumherum. Da, wo Netzwerken halt am meisten Sinn macht, ist halt, was man noch irgendwie erreichen kann und dann gemeinsam Projekte verwirklichen kann. Ja, und damit ihr einen Grund habt, am Ball zu bleiben und den Kanal zu abonnieren, will ich noch ein bisschen was anteasern. Und zwar ist ja der Bus selbstverständlich nicht das einzige eigene Projekt, was wir begleiten. Zu einem weiteren Projekt gibt es einen Satz Räder, den ich hier, also nicht der, sondern der, den ich nächste Woche dem TÜV-Prüfer vorstellen möchte. Aktuelle Projekte, die ich wirklich als aktuelle Projekte sehe, weil sie wirklich jetzt zeitnah in Schritten in die Umsetzung gebracht werden, sind drei. Manche, die auf Instagram mir oder dem Schmiedewerk oder dem Schmiedewerk Family Account schon länger folgen, könnten die Projekte eigentlich alle drei kennen. Ja, dann gibt es noch ruhende Projekte, die noch nicht vergessen sind und noch nicht verworfen sind, sondern eben nur aufgeschoben. Und auch da wird der Tag X kommen, wenn dann wieder ein weiteres Projekt angefasst wird. Und so wird das hier auf diesem Kanal immer fortlaufend weitergehen. Es werden immer wieder neue Projekte kommen, schon bekannte Projekte wieder weiter umgebaut werden und so weiter und so fort. So geht das ab jetzt hier weiter. Einfach so. Okay. Also dann soll es das jetzt auch gewesen sein für heute, für dieses YouTube-Video. Ich schließe hier die Halle zu und gehe nach Hause. Feierabend. Ciao. Bis zum nächsten Video. Was sagen Sie dazu? Dass ich maximaler Push, was da veranstaltet wird. Ja. Also jetzt sind dreihaarige Männer da, scheiße. Wieso? Ich weiß nicht, was du meinst. Ich bin frisch rasiert. Das sehe ich anders. Nicht mehr was runtergefallen ist, wollt ihr aufheben. Jetzt? Dann hast du deinen Sitzer am Tisch festgelegt, oder nicht?